Einigen Menschen möchte ich danken, zuallererst der Familie Halzinger, die unsere Arbeit die letzten 1,5 Jahre mit extrem großer Langmut über sich ergehen hat lassen. Es war ein wahres Vergnügen und ich habe sehr viel gelernt, das ganze Team hat viel gelernt bei dieser Arbeit. Ich möchte meinem gesamten Team danken. Die wurden sozusagen schon befestigt und befeiert letzten Donnerstag bei mir im Studio. Und diesmal möchte ich allen Geldgebern herzlich danken und schon ein bisschen einige Fakten sozusagen zu dieser Produktion zu Gehör bringen. Das ganze Budget war knapp unter 900.000 Euro. Fast die Hälfte des Budgets wurde im Umkreis Niederösterreich sozusagen, nennen wir es, auf die Beine gestellt, durch den Herrn Landeshauptmann, Herrn Dr. Rössl, wo ich allen Beteiligten danke. Ich will jetzt nicht die Teilzahlen nennen, aber es war fast die Hälfte des Budgets. Wesentlich war auch der sogenannte RTR-Fonds, der hat 20% des Budgets gezahlt. Ich war auch beteiligt und der ORF war mit dem extrem hohen Universum oder maximalen Universum-Budget von 150.000 Euro dabei, wofür ich herzlich danke, wo der Sendungsverantwortliche Werner Fitzdum auch da ist. Ich danke Ihnen sehr. So, ich mache es kurz, damit Sie sehen, wie wir das Geld verbraten haben und was wir sozusagen getan haben, zeigen wir Ihnen jetzt das Making-of und ich danke für die Gelegenheit, es hier präsentieren zu dürfen. Nochmals vielen herzlichen Dank. Herr Riha, wir haben soeben die eindrucksvolle Premiere Ihres neuesten Films über die Wachau gesehen. Wie ist eigentlich das Gefühl, wenn man nun hier so quasi vor Ort, vor diesem Publikum zum ersten Mal das fertige Werk noch einmal sieht? Naja, es ist schon interessant, weil viele Leute, die hier das gesehen haben, waren bei dem Projekt beteiligt und es tut gut, sozusagen den Menschen, die da auch ihre Zeit investiert haben, denen das vorführen zu können. Man hat beim Making-of gehört, dass ja teilweise sehr wenig Zeit zur Verfügung gestanden ist. Das heißt, es wurden Aufnahmen gedreht, wo man gesagt hat, man muss eigentlich sich darauf verlassen, dass alles klappt. Ja, das ist wie bei allen komplexen, großen Dingen, kann man ja nicht fünfmal einen 200-Tonnen-Kran hinstellen, sondern an dem Tag, und man kann ja nicht erwarten, dass die von Leichnamsprozession am nächsten Tag wiederholt wird, höchstens nächstes Jahr. Und daher war es nur die Gelegenheit und daher musste das funktionieren. Man hat bei diesem Flug über die Wachau in einer Einstellung gehört, dass Sie ja noch ein anderes Projekt auch im Auge haben und dadurch eigentlich wieder auf den Geschmack gekommen sind, das auch weiter zu verfolgen. Naja, das ist ja an sich extrem aufwendig, extrem komplex und wenn nicht irgendjemand wirklich eindeutig viel Geld in die Hand nimmt, ist sowas nicht zu realisieren. Herr Bürgermeister, die eindrucksvolle Dokumentation, die wir vorher gerade gesehen haben, hat, glaube ich, wieder mal gezeigt, dass die Wachau völlig zu Recht das Prädikat Weltkulturerbe trägt. In der Tat ist es so. Wir sind stolz, dass wir mit der Stadt Krems dazugehören, dass wir Teil dieses Weltkulturerbes sind und das hat eine besondere Verantwortung für uns. Eine Verantwortung für den Lebensraum der Menschen, eine Verantwortung für die kulturelle Entwicklung der gesamten Region und wir haben jetzt eine Partnerschaft gefunden, wo wir mit der Wachau, mit den Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen der Wachau gemeinsam uns bewerben um die Landesausstellung 2009. Ich hoffe, dass diese Bewerbung von Erfolg getragen ist, damit wir unsere tolle Region, unsere Stadt, einem großen Bevölkerungskreis möglichst toll präsentieren dürfen. Herr Bürgermeister, wir haben eine eindrucksvolle Dokumentation gesehen, eine Dokumentation, die, wie ich glaube, Eindrücke gezeigt hat, die eigentlich auch von den Wachauern nicht jeden Tag gesehen werden. Das ist richtig. Es ist natürlich vor allem die Kameratechnik, die dafür verantwortlich ist. Aber wenn man Wachauer ist, dann hat man sehr vieles wieder aus einer anderen Perspektive gesehen. Und ich denke, das war nur eine ganz willkommene Vertiefung. Wie ist das eigentlich? Haben Sie schon gewartet darauf, dass diese Dokumentation endlich zu sehen wird? Ich nehme an, dass Sie ja informiert wurden damals, als die Dreharbeiten stattgefunden haben. Freut man sich schon darauf und sagt, ah, wieder mal was, wo die Wachau, wo meine eigene Heimat zu sehen ist? Ja, das war ja nicht zu übersehen, dass die Arbeiten an dieser Dokumentation voranschreiten. Und eigentlich waren wir schon sehr, sehr gespannt darauf. Wir haben gewusst, wer verantwortlich zeichnen wird für diesen Film. Das heißt, wir haben mit hoher Qualität gerechnet und diese Erwartungen sind dann auch erfüllt worden.